meine Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch und heute habe ich meine lang ersehnte Morgenroutine für euch. Es war recht viel Arbeit, diese Morgenroutine abzudrehen, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt und ihr freut euch. Ich würde mich ganz besonders freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, falls es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ja, zunächst einmal habe ich großes Glück. Ich muss frühestens um 8 aufstehen, wenn ich zur Uni muss. Aber trotzdem, ich bin ein totaler Langschläfer und brauche immer etwas länger. Deshalb nehme ich mir, wie fast jeder, erstmal mein Handy zur Hand und stöbe ein bisschen rum, was es Neues gibt und hoffe, damit etwas wacher zu werden. Und wenn ich mich dann erstmal aufgerafft habe, geht es für mich ins Bad, das Gesicht waschen. Im Hintergrund seht ihr übrigens meine Duschgelsammlung. Ich habe gerade mal 2 Duschgele davon selber gekauft. Und Zähneputzen ist am Morgen natürlich auch sehr, sehr wichtig. Danach geht es für mich tatsächlich wieder zurück ins Bett. Dort schminke ich mich. Etwas ungewöhnlich vielleicht, aber ich mache das einfach sehr, sehr gerne. Das nimmt eigentlich für mich die meiste Zeit in Anspruch am Morgen. Deshalb gibt es auch so eine kleine Foundation-Routine. Ich rüste mich aus mit meinem Schminkzeug und beginne tue ich mit den Micellenreinigungstüchern. Damit reinige ich nochmal mein Gesicht, auch wenn ich es schon gewaschen habe. Danach geht es für mich weiter mit der Tagescreme. Die benutze ich für meine trockenen Stellen auf der Haut. Und das ist bei mir meistens die Stirn und die Nase. Dann geht es für mich weiter mit Concealer. Den trage ich vor allem unter den Augen auf, damit man ein bisschen frischer und wacher aussieht. Und dann auch da, wo ich den sonst so brauche, auf Unreinheiten oder so. Ihr wisst ja, ich trage eigentlich immer nur Concealer und keine Foundation. Das Ganze verblende ich dann mit dem Concealer-Pinsel aus diesem Pinselset von 6+. Das habe ich kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist keine Produktplatzierung. Ich wollte es euch nur mal zeigen, denn ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Die Pinsel sind super weich, verblenden gut, wirklich super. Und verfeinern tue ich das Ganze nochmal mit dem Concealer ein. Das ist zwar schon leicht schmutzig, aber es tut trotzdem noch das, was es soll. Weiter geht's dann mit Puder. Finde ich eigentlich auch immer sehr wichtig, damit man nicht so glänzt und das Ganze einfach ein bisschen fixiert wird. Dann benutze ich den Augenbrauenpinsel und die Lidschattenpalette, um meine Augenbrauen ein bisschen aufzufüllen. Klappt bei mir ganz gut als Augenbrauenpuder. Außerdem bürste ich das nochmal mit so einer kleinen Augenbrauenbürste aus. Und anschließend kommt dann dieses Fixierungsgel für die Augenbrauen noch drauf. Dann sind wir beim Lidschatten angekommen. Dafür benutze ich so einen kleinen weißen Basis-Lidschatten sozusagen. Und außerdem nochmal diesen Ton der Lidschattenpalette, den ich dann auf die Außenwinkel auftrage. Das Ganze verblende ich dann natürlich nochmal für den weicheren Übergang. Damit wären wir dann beim Lidstrich angelangt. Den beginne ich zunächst von außen zu ziehen. Und dann ziehe ich das Ganze von innen nach außen zu. Mascara darf natürlich auch nicht fehlen. Da benutze ich zunächst diese hier zum Aufpeppen natürlich und dann diese hier von Benefit zum Definieren. Zu guter Letzt trage ich noch diesen Lippenstift auf. Der ist zwar sehr, sehr knallig, aber deshalb trage ich den auch vor dem Essen auf und pudere den dann noch ein bisschen ab. Dann geht es für mich weiter in meinen unordentlichen Kleiderschrank. Mit meinen Haaren mache ich nichts mehr, das schaffe ich morgens immer zeitlich nicht. Und entschieden habe ich mich dann für dieses Top hier, Streifen, was sonst, und eine High-Waist-Jeans, blau passend dazu. Anschließend gehe ich in die Küche und backe mir ein schönes Brötchen im Ofen. Finde ich immer sehr lecker und währenddessen mache ich mir dann so einen kleinen Joghurt, beziehungsweise so einen kleinen Früchtejoghurt. Dazu schneide ich erstmal Banane auf. Und dann tue ich das Ganze natürlich in eine Schüssel. So einen Joghurt mache ich mir wirklich sehr, sehr oft morgens. Das mache ich jetzt nicht nur fürs Video, das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Finde ich super lecker, reicht mir dann auch komplett mit dem Brötchen am Morgen. Und ja, wie gesagt, da kommt dann ein bisschen geschnippelte Banane rein. Außerdem wasche ich dann noch ein paar Heidelbeeren und Himbeeren dazu ab. Wirklich sehr, sehr lecker. Ich übertreibe es auch sehr, sehr gerne. Und während ich dann mein Brötchen schmiere und esse, gucke ich wie viele andere auch ab und zu mal auf mein Handy. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel meine Snapchat-Story laufen. Zu guter Letzt muss ich morgens immer noch meine Unitasche packen. Das vergesse ich nämlich abends immer, beziehungsweise bin ich dafür einfach abends zu faul. Da gehört rein ein Block, eine Federtasche nehme ich mit. Außerdem ist immer ein kleines Deo dabei. Dann gerade zumindest meine Sonnenbrille, ein Desinfektionsmittel, mein Terminplaner und außerdem muss ich in der Uni eine Brille tragen. Diese wurde mir auch kostenfrei zur Verfügung gestellt von Firmo. Schaut unbedingt mal in der Infobox vorbei, falls ihr auch Brillenträger seid und eine neue Brille braucht. Dort habe ich einen Rabattcode für euch. Und jetzt muss ich mich nur noch beeilen.
So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich möchte mich jetzt nur noch kurz von euch verabschieden, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und sage Tschüss.